Guten Morgen und herzlich gegrüßt aus Papua-Neuguinea. Heute geht es um das Thema Wunschdenken in Bezug auf Narzissten. Und zwar ist es so, dass wir Betroffene häufig von uns selbst ausgehen und unsere Maßstäbe auf andere Menschen übertragen. Also die Eigenschaften, also die Denkweise, die Gefühle, unsere Ambitionen und unsere Wünsche. Also auch dementsprechend gehen wir davon aus, dass Dinge und Aktionen einen gewissen Effekt haben und dementsprechend eine gewisse Veränderung herbeiführen. Also als Beispiel, jemand kocht etwas für dich und dann fühlst du dich gewertschätzt und hast den Eindruck und hast auch das Gefühl, dass sich jemand um dich bemüht und kümmert und das schätzt du dann. Aber jemand anderes würde vielleicht sagen, boah, was ist denn das für eine Pampe, geht ja mal gar nicht, du hast ja gar nichts drauf. Mein Gott, Alter, wie soll ich das fressen? Also, man darf nicht von sich auf andere schließen. Und das ist aber auch ein Prozess. Um das zu verstehen und zu verinnerlichen. Und dass der Narzisst eine gute Möglichkeit, das zu lernen. Und damit komme ich auch zum ersten Punkt. Und zwar denkt man sich, wenn man sich in einer narzisstischen Beziehung befindet, dass die eigenen Taten, die eigenen Aktionen in irgendeiner Weise die Dynamik und die Qualität der narzisstischen Beziehung verbessern könnten. Wie es ja eigentlich normal wäre. Also wenn sich jetzt beispielsweise einer von zwei in der Beziehung nicht ernst genommen fühlt, dann könnte man das ansprechen und man könnte da eine Lösung finden beispielsweise und dann könnte man es nach und nach besser machen. Aber bei Narzissten ist das eben nicht der Fall, weil man Narzissten einfach nicht sättigen kann, weil denen nichts ausreicht, weil es immer mehr sein muss. Kennt ihr den Film Krieg der Welten? Da gibt es solche Aliens, die haben unten solche Körbe dran und die sammeln dann Menschen auf. Und die Menschen kommen dann in die Körbe und die Menschen werden dann hochgezogen und werden da quasi verschafft. Und das Alien hat dann Treibstoff und kann sich weiter fortbewegen und weiter existieren. Und so ist es bei Narzissten. Und deshalb macht auch eine Beziehung von vornherein keinen Sinn mit einem Narzissten, weil es überhaupt keine echte Beziehung ist. Und du hast dann halt einfach, wenn du dich noch in dieser narzisstischen Beziehung befindest, dieses Wunschdenken, dass du es als Partner oder Partnerin irgendwie schaffen kannst, den Narzissten glücklich und zufrieden zu machen. Also, dass es in einer narzisstischen Beziehung zwei glückliche Menschen geben kann und dementsprechend diese Beziehung von hoher Qualität ist, ist einfach nur pures Wunschdenken. Du wirst unglücklich sein, weil du wie der letzte Dreck behandelt wirst, weil du emotional missbraucht wirst, vielleicht sogar auch stellenweise physisch. Und der Narzisst, der wird niemals glücklich sein, weil der einfach ein verdammtes schwarzes Loch ist, wo nichts drin bleibt, sondern einfach verschlungen wird und sich dann im Nichts auflöst. Und dann ist es in einer narzisstischen Beziehung auch so, dass man sich ganz viele Fragen stellt, weil man einfach bemerkt, dass in der Beziehung etwas gewaltig schief läuft, aber man weiß nicht was. Und dann fragt man sich, bin ich vielleicht einfach zu sensibel? Bin ich co-abhängig? Bin ich ein Narzisst? Also man sucht dann auch ständig irgendwelche Diagnosen, einfach nur um Gewissheit zu haben, Klarheit zu haben und demnach auch zu wissen, wie man dann die Situation ändern kann. Man möchte sich informieren, damit man lernt, richtig zu handeln und damit das dann etwas zum Positiven hin verändert. Und dann geht man allerlei Fachbücher durch zu allerlei Themen, zur Hochsensibilität, zur Bindungsangst, zur Co-Abhängigkeit. Man begibt sich vielleicht in Therapie noch während der Beziehung mit dem Narzissten.
Und dann fängt man aber auch an, auf den Narzissten zu schauen und sich zu überlegen, okay, vielleicht bin ich gar nicht das Problem, sondern er. Und dann kommt man beispielsweise auf das Thema Bindungsangst und dann, oder auf ein anderes Thema, wo es gewisse Parallelen gibt zu Narzissmus. Und dann denkt man sich so, ja Mann, das ist es, das ist das Problem oder das ist Teil des Problems. Ich spreche es jetzt beim Narzissten an. Und dann kann man darüber reden und dann kann ich ihm helfen und dann wird es was bringen. Vielleicht weiß man bis dahin auch schon, dass es ein Narzisst ist und sich dann denkt, okay, ich muss diesem Menschen nur sagen, dass er ein Narzisst ist. Und dann kann er das vielleicht auch ganz klar sehen und daran arbeiten und dann kriegen wir das schon hin. Ich werde ihn ja auch dabei unterstützen. Ich liebe diesen Menschen ja. So, aber wenn du irgendwie was ansprichst, zum Thema Hochsensibilität, zum Thema Autismus, zum Thema Bindungsangst, zum Thema Narzissmus, dann wird der Narzisst dir sagen, ey, du spinnst, was du dir wieder ausdenkst, was du dir anmaßst, völlig gestört, du bist so verrückt. Ich habe diese Probleme nicht, von denen du sprichst. Du bist das Problem. Du bist das Problem. Und wenn du jetzt mal aufhören würdest, dich ständig mit so einem Scheiß zu befassen und mal an dir arbeiten würdest, dann würde unsere Beziehung auch gut laufen. Also, Gaslighting vom Feinsten, sowas oder sowas ähnliches, wird dann mit aller Wahrscheinlichkeit vom Narzissten kommen. Also selbst wenn du jetzt die richtige Diagnose zu deiner Persönlichkeit und deinem Verhalten hast und selbst wenn du die richtige Diagnose zum Narzissten dann schon hast, ändert das gar nichts in Bezug auf die Beziehung. Und wie gut es läuft. Und wohlmöglich wurde dem schon tausendmal gesagt, dass er Narzisst ist. Oder dass er eine Bindungsangst hat. Bevor du es überhaupt in Erwägung gezogen hast. Dass man sich ändert, das ist eine bewusste Entscheidung. Und andere Menschen können einem nur helfen, wenn man sich auch dazu entscheidet. Aber solange man sich dazu nicht entscheidet, bringt alles überhaupt nichts. Und bei Narzissten ist es so, die entscheiden sich in 99,5% der Fälle nicht dazu, irgendetwas zu verändern. Die haben ihr Programm und ziehen das bis ans Lebensende durch. Und da kannst du noch so viel machen, da kannst du noch so viel sprechen, da kannst du noch so viel an dir selbst arbeiten. Es wird alles nichts bringen. Und wenn du ehrlich zu dir selbst bist, wirst du feststellen, dass du eigentlich auch schon alles versucht hast. Und ja, du bist nicht perfekt und ja, du hast deine Schattenseiten, aber du hast deinen Teil der Abmachung erfüllt und damit es halt funktionieren kann, muss auch dein Gegenüber diese Abmachung erfüllen. Aber Narzissten tun es nicht. Der Narzisst, der ist ein Saboteur und es ist auch eines der vielen Dinge, die den Narzissten ausmachen. Also da ist einfach kein Wille, kein Raum, kein Bedürfnis, kein Druck, um sich zu verändern, sondern er wird so bleiben. Also man wird sich mit Narzissten die Zähne ausbeißen und man wird dabei selbst verenden. Ja, man kann Narzissten nicht heilen, man kann Narzissten nicht gesund lieben. All das geht leider nicht. Es wäre schön. Und wir Betroffene, wir sehen, sage ich jetzt mal, auch ganz viel Potenzial im Narzissten, aber es geht nicht. Es ist unmöglich. Und dann gibt es auch dieses Wunschdenken in Bezug auf nach der Trennung. Also die Trennung mit einem Narzissten, die endet immer mit einem Knall und es gibt auch kein Closure. Closure ist aus dem Englischen und heißt so viel wie, dass es einfach keine Klärung mehr gibt, keine Aufklärung. Also es fehlen die Informationen und der Austausch, um mit der ganzen Sache gut abschließen zu können. Das bedeutet Closure, wenn es kein Closure gibt. Und es ist einfach ganz normal, diesen Wunsch zu haben nach einem gescheiten Abschluss, nach Closure.
am Ende einer Beziehung. Dass man einfach weiß, okay, was ist da jetzt eigentlich passiert? Was wurde da mit mir betrieben? Warum ging der Plan nicht auf? Inwieweit habe ich dazu beigetragen? Inwieweit hat das Gegenüber dazu beigetragen? Also das ist ein völlig normales Bedürfnis. Und wenn man liebesfähig ist und nicht persönlichkeitsgestört wie der Narzisst, dann ist es auch völlig normal, dass man dieses Bedürfnis hat und das auch braucht am Ende. Und du kannst dir das noch so sehr wünschen, dass der Narzisst nach der Trennung oder während der Trennung sich mit dir an einen Tisch sitzt und so über das Ganze mit dir spricht, dass du Antworten bekommst. Das kannst du dir abschminken. Das gibt es nicht bei Narzissten. Das gibt es nur bei gesunden Beziehungen oder zumindest nur bei deutlich weniger toxischen Beziehungen. Wenn es das geben würde, dann würden Betroffene nicht von morgens bis abends auf irgendwelchen komischen YouTube-Kanälen wie meinem rumhängen. Das ist ja der Grund, weshalb man sich auf die Suche begibt, weil es eben nicht gegeben ist und man diese Antworten aber dringend braucht. Und wenn du vorher schon in einer gesunden Beziehung warst oder in einer nicht ganz so toxischen, dann wirst du festgestellt haben, dass das einfach ein riesengroßer Unterschied ist zu dem, was du jetzt gerade durchmachst. Da bist du nicht auf Google gegangen und ja, hast da gegoogelt so, hey, es ist das und das und das und das passiert, was hat das zu bedeuten? Natürlich, vielleicht googelst du die verschiedenen Phasen der Trauer oder wie du jetzt mit dieser Trauer umgehen kannst, aber du fragst dich nicht, was dir passiert ist. Und dass du dann noch Antworten einforderst vom Narzissten und dass du ihn zur Rede stellst nochmal und dass es dann auch funktioniert und er dann sagt, ja, du hast recht, ich war, wegen mir hat es nicht geklappt, ich habe dich so und so oft betrogen und ich bin ein schlechter Mensch und ich habe richtig Scheiße gebaut und ja, du hattest die ganze Zeit über recht, du warst nie das Problem, ich habe dich nur verarscht, ich habe dich nur ausgebeutet, ich habe dich gegaslightet, ich habe dich wie den letzten Dreck behandelt, du hast mit allem recht. Sowas oder sowas ähnliches, das wird einfach nie kommen. Okay? Wird es nicht. Und du musst jetzt selber für Closure sorgen. Du musst es alleine aufarbeiten und du kannst es. Um das Ganze aufzuarbeiten, dazu musst du es nicht aus dem Mund des Narzissten gehört haben, was Sache war, sondern mach so weiter wie jetzt, du informierst dich schon zu dem Thema. Du konzentrierst dich wieder auf dein Leben, auf deine Gesundheit. Und dann bekommst du nach und nach diesen Abschluss. Und dann wirst du das auch überwinden, das ganze Thema. Aber hör auf mit diesem Wunschdenken. Narzissten können nicht ehrlich sein und Narzissten können keine Verantwortung übernehmen für ihr Handeln. Und deshalb wird es auch nie einen vernünftigen Abschluss gemeinsam mit dem Narzisst geben. Der Narzisst, der war vorher nicht da, als du ihn gebraucht hast. Und du hast es trotzdem irgendwie überstanden. Und auch jetzt wird der Narzisst nicht da sein für dich, um das Ganze gemeinsam mit dir zu klären und aufzuarbeiten. Aber das wird. Okay. In diesem Sinne, mach's gut, pass auf dich auf und bis bald.